Man hat lange gedacht, man fliegt nicht auf, weil die Amerikaner ein anderes Zulassungssystem haben wie wir hier. Bei uns wird alles zertifiziert. Jedes Schräubchen, das ich irgendwo reindrehe, da hat irgendeine Behörde ihr Go drauf gemacht. In Amerika ist es so, da zertifizieren sich die Autobauer selbst und die Behörden machen Stichproben. Und du hast echt gute Chancen, lang durchzukommen. Und wenn sie dich dann haben, und wenn du dann nicht gleich sagst, du bist schuldig, hebst die Hand, das ist ja ganz wichtig, Schuld und Sühne in den Vereinigten Staaten, ne? Guilty, ich mache alles gut, das haben sie nicht gemacht. Ich habe die EPA-Leute in diesem zentralen Labor in Ann Arbor getroffen, die haben gesagt, die haben uns in EPA ist die amerikanische Umweltbehörde, ne? Ja, dort ist dieses Abgaszentrum. Genau. Und die haben mir erzählt, die haben uns in unserer Ehre getroffen, die haben gedacht, die können uns verarschen. Aber die Deutschen haben gedacht, sie können uns verarschen. Ja, die Volkswagen-Leute haben gedacht, sie können uns vorführen. Jetzt ist das so, dass sie nicht welche wie beim Bundesumweltamt so, sondern das ist eine Spitzenbehörde, die können die besten Wissenschaftler der ganzen Vereinigten Staaten sich kaufen. Aber was heißt das denn, dass unsere Umweltbehörde da nicht so genau hinguckt? Ja, oder unser Bundesamt, die haben Tomaten auf den Augen, entweder bewusst oder unbewusst. Man hat diese Behörden so gelassen, dass sie das überhaupt nicht kontrollieren können. Also die können zwar Kfz-Briefe ausstellen, aber die können nicht überprüfen, ob Fahrzeuge bestimmte Abgaswerte einhalten oder nicht. Das geben sie dann den TÜVs oder den DEKRAs und die prüfen dann und dann kriegen sie ein Papier und das heften die dann ab. In Amerika ist es umgekehrt. Dort sind die Behörden drauf trainiert, genau zu prüfen, exakt zu prüfen. Und in Deutschland hat man so ein bisschen Verdacht oder das Gefühl, man prüft so, dass man der Industrie vielleicht nicht unbedingt ganz so weh tut. In Amerika ist das nicht vorhanden. Das ist ein knallhartes Produkthaftungsrecht. Und wenn man da das Gefühl hat, die Amerikaner, wir haben eine Lüge gefunden, da ist betrogen worden, dann setzt man ganz hart hinterher. Das unterscheidet Deutschland von Amerika. Die haben ganz andere Möglichkeiten und diese Notice of Violation, wenn sie dir ankündigen, du hast was falsch gemacht, davor haben sie alle furchtbare Angst. Mhm. Die können alles mit dir machen. Die legen dir die ganze Flotte lahm und sagen, wir lassen gar nichts mehr zu und alles, was hier rumfährt, ist illegal. Mhm. Und damit wollte ich jetzt nicht unsere Behörden schlecht machen, sondern ich wollte sagen, die haben bei uns gar nicht die rechtlichen Möglichkeiten, so durchzugreifen wie den Vereinigten. Ja, aber das ist ja ein interessanter Punkt, über den man in dem Zusammenhang mal reden muss. Beim Medizinrecht, bei den Produkten sehr ähnlich. Da gab es auch zig Skandale, dass diese Brustimplantate nicht sicher waren. Und es passiert in Europa, in Deutschland sehr wenig. Was mich an der Situation sehr wurmt als Arzt, ist, man redet über Kosten, man redet über Milliarden und Aktien und über Technik und Software. Es geht um Menschenleben. Ja. Es geht darum, dass Feinstaub und die Abgase Menschen nicht nur gefährden, sondern auch töten. Mhm. Es sterben in Deutschland 10-mal mehr Menschen durch Schadstoffe in der Luft als im Autoverkehr selber. Das heißt, wir reden nicht über Kavaliersdelikte und Peanuts, wir reden darüber, dass wir auch hier in Deutschland massiv Menschenleben gefährdet haben. Und dafür müssen wir auch gerade stehen.